Hallo Elektronikfreunde, hier mal ein kleines Update zu dem Thema Gebläsewiderstand hier in meinem Wagen. Man sieht, ich habe hier mal den Stecker wieder abgemacht und auch hier diesen Widerstand rausgenommen, weil das Gebläse jetzt gar nicht mehr funktioniert. Denn der Grund liegt wahrscheinlich darin, dass ich eine Klimadesinfektion durchgeführt habe und dann da muss man dann auf Umlauf stellen, die Lüftung und wärmste Stufe. Das hat auch funktioniert, allerdings danach ging gar nichts mehr und ich habe mir auch mal nochmal den Stecker hier angeguckt. Ich hänge hier auch wieder rum sozusagen in dem Auto und man sieht hier auf der rechten Seite, man kann jetzt hier leider nicht näher ranzoomen, beziehungsweise probier mal hier, da hat es wieder irgendwas zerbröselt und ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust, wieder hier irgend so einen Stecker neu zu kaufen für 25 Euro, sondern werde da meine eigene Lösung jetzt bauen. Wie die denn aussieht, zeige ich natürlich hier in dem Video. Zunächst werde ich jedoch hier den Widerstand ranmachen und wieder einsetzen da oben. Und ich will mal ganz kurz hier nochmal mit der Kamera hier reingehen, da in die Lüftung. Ich hoffe, dass man es erkennen kann. Dort ist also das Gebläse. Und man kann es auch drehen, ich komme da leider im Moment nicht ran. Der Anschluss für diesen Gebläsemotor, der ist auf der anderen Seite, so dass ich da auch erstmal die Abdeckung abmachen muss und gucken muss, wie ich da an den Gebläsemotor rankomme. Also jetzt werde ich den Widerstand erstmal wieder zurück einsetzen und mal gucken, wo der Gebläsemotor da irgendwo dran hängt. Ich habe vorher noch mal probiert oder beziehungsweise gecheckt die Sicherung und so weiter. Da ist alles in Ordnung. Also hätte ja sein können, dass die Sicherung da irgendwo durchfliegt. Auch der Widerstand hier an sich ist in Ordnung. Also hier oben die Temperatursicherung und auch der Widerstand an sich ist in Ordnung. Beim Stecker, gut, da gibt es Kontaktschwierigkeiten, aber ich habe da wirklich keine Lust, jetzt noch mal irgendwas da rumzufriemeln hier über Kopf. Deswegen werde ich jetzt mich mal um den Motor kümmern, dass man da rankommt und dann den mittels PWM steuert. Ich habe jetzt die Abdeckung mal hier unter dem Lenkrad abgemacht. Also auf der linken Seite von der Mittelkonsole finde ich mich jetzt und habe auch tatsächlich hier mal rausgefunden, wo das Gebläse da angeschlossen ist. Und man sieht hier dieses hier nach oben weggehende schwarze rote Kabel. Das ist das Original. Und das violette und schwarze, da ist jetzt sozusagen der Gebläsemotor dran und es gibt an dem Gebläse hier offenbar auch keine weiteren Anschlüsse. Also ich sehe zumindest keine und würde mich jetzt auch wundern, sodass ich jetzt hier mal zunächst an den beiden Anschlüssen, an dem violetten und dem schwarzen, den werde ich mal an die Batterie ranklemmen und mal den Strom messen. Das heißt, es ist ja sehr wichtig, dass man weiß, wie groß ist der Strom, der bei dem Gebläsemotor sozusagen fließt, im Maximalbereich sozusagen. Und danach werde ich dann diese PWM-Schaltung auslegen. So, bevor ich jetzt den Strom mal messe, will ich nochmal sicher gehen, dass der Gebläsemotor auch in Ordnung ist. Ich habe jetzt dazu mal hier so einen kleinen Akku genommen, 7,4 Volt. Und hier ist also meine violette Leitung, hier ist die schwarze und wenn ich jetzt hier mal anschließe, dann läuft das Gebläse. Es funktioniert also, der Motor ist also davon in Ordnung. Ich wäre auch nicht davon ausgegangen, dass der irgendwie kaputt ist oder so. Also Gebläsemotor läuft und jetzt werde ich mal den Strom messen. Zur Strommessung nehme ich hier diesen 0,05 Ohm Widerstand, über dem ich dann hier die Spannung mit dem Multimeter messe. Der geht hier an den Pluspol ran von der Batterie und ich schließe mal kurz an. Da sieht man jetzt, der Strom, wenn der Lüfter an ist, beziehungsweise die Spannung über dem Widerstand liegt so bei 900 Millivolt. Man hat auch gesehen, dass im Einschalten natürlich ein bisschen höherer Strom fließt, beziehungsweise eine höhere Spannung dort über dem Widerstand anliegt. Ich schalte nochmal ein. Also man hat gesehen, das geht fast hoch bis 1,5 Volt und 1,5 Volt durch 0,05 Ohm sind eben 30 Ampere. Und mit diesem Wert werde ich dann auch nachher die Schaltung berechnen bzw. dann auslegen.
Ich habe hier mal eine kleine Schaltung aufgebaut, die ein PWM-Signal für den Motor hier erzeugt. Es gibt zwar solche Module auch für höhere Ströme, 40, 50 Ampere oder so, auch zu kaufen. Die besitzen aber alle ein POTI und ich habe mir überlegt, ich werde das mit einem Drehencoder machen. Also wie funktioniert die Schaltung? Wenn ich einschalte, ich werde mal kurz nochmal abklemmen. Wenn ich jetzt also einschalte, sprich die Zündung anmache, dann leuchtet hier diese Leuchtdiode und ich kann dann hier den Motor bzw. den Lüfter in der Geschwindigkeit einstellen. Ich habe das so gemacht, dass ich hier 5 Schritte habe, also 5 verschiedene Geschwindigkeiten, also nicht stufenlos. Und was kann ich noch machen? Ich kann jetzt hier mit dem Knopf vom Drehencoder direkt ausschalten. Und wenn ich jetzt wieder einschalte, dann bleibt der Motor aus. Das war für mich ganz wichtig, nicht dass der nach dem Einschalten gleich wieder auf den vollen Touren sozusagen läuft. Und dann kann ich hier wieder drehen und die Geschwindigkeit einstellen. So habe ich mir die Schaltung eigentlich gedacht. Was jetzt eigentlich noch fehlt, ist hier ein etwas größerer MOSFET, der den Strom liefert, einen Kühlkörper und ein Gehäuse und so weiter dazu. Aber so habe ich gedacht, würde die Gebläselüftung, also diese Schaltung dazu, eigentlich ganz gut funktionieren. Die Leiterplatte, die ich eben gezeigt habe, die war für mich eigentlich nur so zum Testen mal, ob die Software einigermaßen funktioniert. Dadurch, dass es im Auto ja doch ein bisschen ruppiger zugeht, habe ich hier mal eine weitere Leiterplatte aufgebaut. Also hier mit diesen 6,3 mm Steckern hier sehr fest. Dann habe ich hier mit dem Steckverbinder den Drehencoder dran und auf der Rückseite habe ich jetzt zum einen den MOSFET, die Freilaufdiode, noch einen Spannungsregler drauf und das Ganze kommt dann nachher hier so rauf auf den Kühlkörper. Ich werde auch nochmal beim MOSFET, denke ich mal, den muss ich auf jeden Fall isolieren. Also dort kommt nochmal hier so eine Glimmerscheibe drunter. Also es sieht dann etwa so aus. Also wahrscheinlich werde ich 2 Glimmerscheiben runter machen. Und damit nachher die Bauteile hier gut auf dem Kühlkörper aufliegen, werde ich eventuell dort irgendwie so eine Klammer rummachen, um den Kühlkörper, dass sozusagen die auf diesen Kühlkörper gedrückt werden. Und anschrauben tue ich das dann hier mit den 4 Schrauben. Hier ist jetzt schon Plus und Masse angeschlossen. Hier kommt der Motor ran und der Drehencoder kommt dann eben hier ran. So verlängern tun muss ich sowieso wahrscheinlich nachher im Auto. Aber so kann ich diese kompakte Einheit dann irgendwo im Auto festschrauben. Dann habe ich vorne nur noch den Drehencoder dran. Und das sollte dann eigentlich auch hoffentlich ganz gut funktionieren. Ich habe jetzt nach einer Überlegung doch mich entschlossen, alle 3 aktiven Bauteile, also hier den MOSFET, Freilaufdiode und diesen Spannungsregler hier aufzuschrauben. Den MOSFET und die Freilaufdiode werde ich isolieren, hier mit diesen Glimmerscheiben, wie ich ja eben schon gezeigt habe. Hier und solchen Plastikringen, die man dafür extra auf den Transistor oder was auch immer das dann ist, raufdrückt. Ich habe das hier schon mal gemacht, wie man sieht. Dort ist also diese Kunststoffscheibe drauf. Da an der Stelle, so dass es dann isoliert vom Kühlkörper ist. Den Spannungsregler, den isoliere ich nicht. Dann ist nämlich der Kühlkörper auch gleichzeitig dann ground. Und das werde ich dann jetzt erstmal hier so zusammenschrauben gleich. Ich zeige das mal im fertigen Zustand. Natürlich dann auch ein bisschen hier mit Wärmeleitpaste. Da sollte man übrigens nicht zu viel nehmen. Also es soll nicht rausquillen, sondern es soll eigentlich nur diese rauen Stellen abdecken, also da kommt nur ganz wenig rauf von dem Zeug und dann müsste das eigentlich ganz gut passen. Danach werde ich dann auch natürlich einen Funktionstest mal durchführen, dann am Auto. So, ich habe jetzt hier mal die Isolierscheiben drauf und werde jetzt und habe auf der Rückseite auch Klebeband, damit mir die Schrauben, die da schon drin sind, nicht rausfallen. Jetzt werde ich das einfach hier so umdrehen, so und dann umdrehen hier so. So dass ich jetzt einfach das festschraube. So, die Leiterplatte ist hier schon festgeschraubt. Und jetzt mache ich mal das Klebeband hier ab, was mir ja die Schrauben gehalten hat. Und jetzt kann ich einfach hier das erstmal so ansetzen. Natürlich noch nicht komplett fest, weil die Schraube hier fehlt noch. Die werde ich gleich noch einsetzen.
Das ist etwas fummelig, sage ich mal. Wenn man Glück hat, dann ist die Schraube gleich an der richtigen Stelle dort. Wenn nicht, dann muss man hier nochmal, jetzt ist sie weg, jetzt muss ich nochmal die rausnehmen, da das, die ist noch nicht an der richtigen Position. So, auch die Schraube ist jetzt hier an der richtigen Position. Und jetzt setze ich erstmal nur so lose nochmal an. In der Hoffnung, dass es dann gut passt. Aber ich habe ja nun die Löcher auch durchgebohrt. Da kann also nichts passieren in der Regel. Und jetzt ziehe ich die hier erstmal alle an. Ich mache jetzt die Leiterplatte nur mit zwei Schrauben fest. Das reicht erstmal zum Testen. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist hier der Spannungsregler, der ist nicht isoliert. Die anderen beiden Sachen, da sieht man die Isolationsgummischeiben sozusagen drunter. Hier sehe ich gerade, ist noch ein bisschen verschoben. Nicht, die Scheibe ist da ein bisschen schief. Ich werde das noch mal ein bisschen korrigieren, dass es einigermaßen gerade ist. Aber so sieht es aus und dann kann ich hier mit den 6,3 mm Steckern dort rangehen. So, bevor ich jetzt noch mal einen kleinen Funktionstest mache, will ich noch mal hier die Dioden checken mit dem Multimeter. Und zwar, hier ist ja Plus und zwischen Plus und dem Motor ist ja die Freilaufdiode. Das heißt, von da nach da ist eine Diodenstrecke und am MOSFET ist ebenfalls von da nach da eine Diodenstrecke und die will ich mal kurz testen. So, also von da nach da, das ist sozusagen meine Source Drain Diode, da sieht man 495, haut also hin, in einer anderen Richtung dürfte nicht sein. Und am Motor ist die Freilaufdiode hier dran, die ist auch in dieser Richtung. Das ist eine Schottky-Diode, also sehr viel kleiner, in einer anderen Richtung ist es okay. Und damit ist dann auch gewährleistet, dass das jetzt da irgendwo keinen Kurzschluss gibt oder so durch die Montage. Und deswegen werde ich jetzt mal erstmal noch einen einfachen Funktionstest hier mit dem kleinen Motor machen. So, ich habe jetzt hier mal wieder alles angeschlossen mit diesem Akku und Motor ist auch dran. Was ich jetzt hier nicht habe, sind diese Leuchtdioden, die da eventuell leuchten, aber das ist jetzt erstmal egal. Und wenn ich jetzt hier drehe, läuft der Motor. Ich habe jetzt auch Folgendes in der Software nochmal geändert. Ich habe also hier nicht fünf Schritte sozusagen festgelegt, das ist einfach zu fein hier, also wenn man überlegt, wie wenig man hier dreht. Ich habe jetzt also hier, glaube ich, 50 Schritte drin und so funktioniert das ganz gut. So ist jetzt Maximum in dem Fall und einfach drücken und dann ist er aus der Motor und jetzt werde ich natürlich den Test auch im Auto machen. Ich habe jetzt hier die Schaltung angeschlossen, allerdings auch nach wie vor erstmal nur mit dem Akku, wie man hier unten sieht. Hier ist es Poti und wenn ich jetzt hier mal drehe, dann hört man schon, kann ich also sehr fein das Gebläse einstellen. Jetzt ist also maximal, kann ausmachen und die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, wird das Ding hier irgendwie warm und dazu werde ich natürlich mal einen Dauerbetrieb während des Fahrens machen. Das heißt, ich werde den Akku hier wegnehmen, das ganze Ding über eine Sicherung an die Batterie klemmen und während des Fahrens dann mal gucken, ob hier das Teil in irgendeiner Form warm wird. Aber so funktioniert das erstmal. Es gibt eigentlich noch ein Problem. Ich habe hier die beiden Leitungen vom Motor. Hier drüben, das ist die Masseleitung. Also ich habe extra mal hier angeschrieben Masse. Ne? Das ist hier die vom Auto, von der Batterie. Und wo ich jetzt überhaupt nicht rankomme im Moment, sind die 12 Volt Power sozusagen, die über die große Sicherung kommt. Und zwar geht es bei dem Auto hier über diesen Schalter wahrscheinlich irgendwie. Und ich kann auch diese Einheit hier unten rausnehmen. Machen wir das hier weg. Also ich kann diese Einheit auch rausnehmen. Ist auch schon lose. Allerdings, und da ist auch ein Stecker, ich komme dort nicht dran im Moment. Also das ist eigentlich im Moment das größte Problem, was ich habe, weil das alles dermaßen fest zugemacht ist. Ich kann auch das Ding hier nicht rausnehmen, einfach also rausziehen
oder so, weil hier diese ganze Mechanik mit den Bauzügen vorhanden ist. Also da bin ich jetzt noch am Überlegen, wie ich dann da rankomme. Es muss aber irgendwie gehen, weil ich will auf jeden Fall diese Schaltung, die ich hier im Prinzip habe, da wieder einbauen. Und in keinem Fall mehr diesen blöden Widerstand. Also da will ich noch ein bisschen jetzt mal gucken, wo ich dann hier die 12 Volt, wo ich da rankomme. So, ich habe jetzt diese ganze Einheit hier rausnehmen können, war ein bisschen blöd, weil man zuerst diese ganzen Bauzüge, die da drin sind, abmachen muss. Die sind da angeklemmt an dieses Plastik da, und dann kommt man aber auch ran, und dann ist es hier dieser Stecker, hier dieser, wo, wenn man die Zündung anmacht, an dem roten 12 Volt ankommen, und wenn der Drehschalter für die Lüftung hier auf maximaler Stufe steht, dann kommt auch am Orangen hier, dort kommen dann auch 12 Volt an, das ist also die maximale Stufe. Und dieser Orange, den habe ich hier auch schon rausgefummelt, der geht wiederum, wenn ich jetzt hier mal nach links gehe, der geht da an den Stecker vom Widerstand. Das heißt, ich habe den dort abgeschnitten. Das ganze Zeug, was jetzt da drin ist, das schneide ich alles ab, werde das alles mit Schrumpfschlauch zumachen. Dann kommt der Widerstand da oben wieder rein, das war's, das wird gar nicht mehr benutzt. Aber da hängt auf jeden Fall dieser Orange dran, und den Orangen habe ich jetzt hier wieder durchgezogen. Hier, das ist der. Da muss man dieses eklige Tape hier, was da so umwickelt ist, abmachen. Es klebt ganz fürchterlich. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, hier mit dem Ende, da werde ich jetzt einen 6,3 mm Flachstecker auflöten. Und das und der Ground, den ich hier schon hatte, von diesen Leitungen, die ich hier schon vorbereitet habe, das ermöglicht mir dann wirklich jetzt diese Schaltung dort direkt in Betrieb zu nehmen. Also das ist jetzt, ja, hoffe ich, also das, ich denke mal, das ist dann eine gute Lösung. Wo ich nachher die Schaltung unterbringe, weiß ich noch nicht. Ich wollte sie eigentlich links hinten irgendwo unterbringen, aber das ist erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich hier diese Schaltlitze sozusagen hier zur Schaltleitung habe für die 12 Volt, um da den Gebläsemotor antreiben zu können. Jetzt werde ich also erstmal hier einen 6,3 mm Stecker anlöten hier an den Orangen. Dann werde ich das Ganze hier oben durchziehen. Dann kommt unten das erstmal wieder alles rein. Dann wird diese Sache mit dem Widerstand nochmal gemacht. Das heißt, dort alle Leitungen abklemmen, isolieren und dann den Widerstand erstmal wieder verbauen, verstauen. Der wird natürlich auch nicht angeschlossen mehr. Und dann kann ich mich darum kümmern, wo ich hier diese Schaltung letztendlich einbaue. So, man sieht jetzt hier, ich habe also hier den Orangen angesteckt, Stecker angelötet. Und dort ist jetzt alles dran. Es geht also da hinten rein. Ich habe auch hier unten das wieder angeschraubt. Das war absolut eine Tortur. Empfehle ich keinen. Macht keinen Spaß. Aber egal, es ist jetzt alles erstmal wieder dran. Ich lege das hier mal einfach so hier in diese Ablage. Und ich werde jetzt mal den Motor anmachen und mal gucken, ob das natürlich so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. So, wenn ich jetzt hier mal hochdrehe, dann hat man jetzt gehört, dass das alles gut funktioniert. Und als nächstes werde ich natürlich überlegen, wo ich das Ganze hier verbaue. Ich bin ja relativ flexibel durch die Steckverbinder. Und zum Schluss werde ich natürlich den Widerstand da unten nochmal einbauen, wie gesagt. Und bevor ich hier zum Ende komme, will ich nochmal kurz die Schaltung kurz zeigen. Hier sieht man nun die Schaltung hier von diesem PWM-Modul, ist eigentlich relativ harmlos. Ich habe hier zu Anfang, hier sind die 12 Volt, die von der Batterie kommen. Da ist nochmal so eine Schutzdiode, die habe ich jetzt hier nicht drin. Das müsste man eigentlich anders machen mit dem MOSFET. Also ich habe da gar keinen Schutz drin. Dann Spannungsregler 5 Volt für den Mikrocontroller. Dann haben wir hier am Mikrocontroller den Drehencoder-Stecker. Da kommt also der Drehencoder ran. Dann hier diese beiden Leuchtdioden, die da entsprechend leuchten. In dem Fall habe ich die ja bei diesem Modul rausgenommen. Dann haben wir hier noch einen Gate-Treiber, und zwar den CC4420, der den MOSFET treibt. Und das ist der IAL3705 und noch eine Freilaufdiode, und dann geht es da zum Motor. Mehr ist es eigentlich nicht.
Die Software, da will ich gar nicht wirklich drauf eingehen, weil das ist letztendlich relativ trivial. Man hat dort, also ich habe dort ein PWM-Signal erzeugt in Abhängigkeit der Bewegung am Drehencoder. Und den Taster, den werte ich auch aus, sodass dann diese Ein-Aus-Funktion dort realisiert wird. Mehr ist da eigentlich gar nicht zu sagen. Ja, und das war mal hier wieder so ein Update zu diesem leidigen Thema mit diesem Vorwiderstand bei dem Gebläsemotor. Es hat unheimlich viel Zeit gekostet. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier das Video einfach gemacht habe und es dauert dann eben ein paar Stunden, sondern ich habe das über mehrere Tage gemacht. Also ich habe seit Mitte September, glaube ich, gesessen. Jetzt haben wir schon den 19.10. Also immer wieder mal was probiert, dann ging was nicht, dann hatte ich Probleme mit dem, mit dem Anschluss da und so weiter und mit der Herausnahme dieses Panels da im Auto und so weiter. Also immer wieder kamen Sachen dazwischen. Aber letztendlich hat sich es auch gelohnt, weil ich kann jetzt das Ding in Ruhe nochmal einbauen. Auch nochmal natürlich beim Fahren nochmal testen, ob das Ding in irgendeiner Form warm wird. Sollte es eigentlich nicht natürlich. Also wird vielleicht handwarm oder so, je nachdem. Und insofern kann ich das Projekt dann auch ganz gut abschließen. Und dieser wirklich bescheuerte Widerstand ist dann einfach raus aus dem Auto. Ja, und das war's. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.